Oh, das ist ja schon, das sieht ja schon wieder zitterig los. Hey ho, erstmal hier ist der Vorbuddler von Minenarbeit.de mit Wir spielen Minecraft und wir bauen hier noch ein bisschen an Bad Schönfels rum. Das ist schon ganz schön geworden hier von der, vom letzten Mal. Das sieht schon, da innen die Beleuchtung, ja, die vergessen wir jetzt mal, ne? Ich renne direkt mal weiter. Wir hatten vor, mal schnell noch den Weg bis zum, ja, geplanten Hafengelände auszubauen. Das sind hier schon so ein bisschen so die, ich will nicht sagen letzten Atemzüge, aber also ich bin jetzt hier also schon in wirklich in der Erwartung der Vollversion. Das ist jetzt also hier eine Woche vor Vollversion gedreht. Eine knappe Woche. Und natürlich hoffe ich auch, dass diese Folge auch in ein paar Wochen noch schön sein wird, dass euch die auch noch gefällt. Ist ja alles nicht so wild. Wir bauen hier ja schöne Sachen. Das ist ja jetzt egal, ob es diese Version ist oder die Vollversion. Nur für mich ist die Vollversion halt ein Anlass, einige Dinge an Minecraft nochmal neu zu entdecken. Ja? Also, da gibt es doch einiges, was ich noch im Moment noch nicht so richtig mir angeguckt habe. Weil ich mir auch einfach gesagt habe, komm, es ist nur Zeitverschwendung, weil das ist alles noch nicht fertig und wer weiß, wie das dann hinterher ist. Man muss halt wirklich seine Zeit gut managen hier, wenn man Videos dreht und einen Server betreibt und all solche Geschichten. Guckt zu all diesen Sachen immer auf minenarbeit.de. Fragt gar nicht groß, was über Server und Geschichten und sonst was. Ja, das ist hier einfach nicht das Thema. Kann ich gar nicht viel zu sagen. Würde auch alles durcheinander bringen. So. Jetzt bin ich fast am Hafen angelangt. Ne? Das ist hier direkt mal so eine schöne Treppe runter. Das kann man ja später noch alles schöner ausbauen. Ah, ich hatte mal angedacht halt, ich mache ja gerne im Creative Mode und da habe ich mal gedacht, vielleicht diese Welt dann umzuwandeln in Creative Mode, ne? Ah, das, warum nicht, ne? Damit es nicht verloren geht, man hier noch ein bisschen dekadenter ausbauen kann. Mal überlegen, ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide. Ist ja wirklich auch eine Spaßsache, muss auch alles irgendwie interessant sein. Ja, halt im Creative Mode wäre es halt nicht so schlimm, wenn mir hier Material fehlt, ne? Weil das ja hier noch eine ganz alte Welt ist, das ist ja noch aus 1, Beta 1, 4 oder so, ne? Sieht man auch, ist nämlich viel schöner. Ja, alles sehr schön. Klein und verschnörkelt. Jetzt seht ihr hier, denke ich jetzt schon, ich male jetzt ein bisschen schon ein, ne? Ich mir so, jetzt könnte schon eine Hafenmauer sein hier später mal und der Boden muss natürlich anders, da muss das Geröll weg. Sollte hier ein schöner Anlegeplatz entstehen. Vielleicht kann man wirklich hier mal ein bisschen mit Obsidian arbeiten. Wir haben doch, glaube ich, noch was, ne? Oh, den hole ich mir, den Kameraden da unten. Bevor uns dann irgendwann brauchen wir dann wieder Tinte. Obwohl, jetzt ist ja egal, wenn ich schon von Creative Mode spreche. Oh, hallo. Egal, ist jetzt ganz und gar nicht, dass es schon dunkel wird. Wo ich doch immer so gerne kämpfe. Ja, den Weg ein bisschen beleuchten. Ja, richtig, da sprach ich schon jetzt länger von, aber es kommt immer was dazwischen. Ich mach das gleich auf die Schnelle. Haben wir noch Hecke? Machen wir da ein bisschen. Hier den Platz hatte ich ja etwas noch verschönert so. Da muss noch ein bisschen Gras wachsen. Tür zu. Hochgerannt. Um alle Ecken, um alle Kurven. Zack. Neuerdings nehme ich immer dieses Bett. Ja. Ich weiß nicht warum. Das ist das nächste. Wollte schon länger mal oben gucken, wie es hier so aussieht. Unsere schöne Kuschelecke, ne? Mit Kuchen. Da waren mal Herzchen drauf, ne? Aber ich bin inzwischen von dem Extra Texture Pack ab. Hoffe halt, ich habe vielleicht einige von euch dann inspiriert, die auch Texture Packs herstellen,
dass sie vielleicht für ihren persönlichen Gebrauch die Wolle auch dann einfach zu anderen Objekten färben können, zu Tischen, Quatsch, hier so Schrankblöcken oder sonst was, ne? Aber wie gesagt, ich arbeite inzwischen auch an einem 32er Texture Pack, was ein bisschen eine bessere Auflösung hat, weil mich das einfach mal interessiert. Und ich finde, die 32er, die sind halt noch nicht so super HD. Das hat immer noch ein sehr schönes Minecraft-Feeling. Ah, auch sehr schön. Da seht ihr jetzt auch mal die Baumschule. Könnten eigentlich mal kurz ein, zwei Bäume abhacken von den dunklen. Ah, ich habe aber keine Axt jetzt parat. Habe ich denn hier wenigstens eine Werkbank stehen unten im Zimmer? Nö, habe ich die abgebaut. Hier kann aber ruhig mal eine stehen. Also, da tut uns ja nicht weh, ne? Aber ein bisschen Holz ist, dunkles Holz ist ganz gut. Natürlich nicht ohne Beil. So, brauchen wir hier nämlich noch ein bisschen zum Dekorieren immer. Dann laufe ich mal hoch. Ja, das ist denn alles wieder zugewachsen. Ja, jetzt kann man nämlich hier sich eine Schneise reinbuddeln und eine Treppe reinschlagen. Und dann von oben nach unten den Baum abholzen. Statt immer da rum zu hüpfen. Ah, ich hole mir jetzt nur zwei oder so. Sonst wird das so, artet das so aus. Ich will ja den Weg mal zu Ende kriegen jetzt endlich. Ja. Lass mich raus. So. Das reicht jetzt. Eigentlich würde ich hier nur gucken, ob alles schön ist. Wie viel haben wir denn? Ja, 16. Da kommen wir auch schon mal wieder ein bisschen mit weiter. Ich laufe mal hier lang, ja. Wir hatten hier noch einen Zugang zu einer Höhle. Wo war es doch gleich? Hier. Ist auch noch ein schöner Raum drin. Da kann man auch noch hinterher mal so eine Art Tempel oder so reinbauen. Ein Gebet- und Gedächtniszimmer. Weil sie mich hier mal die Abkürzung. Dann sind wir nämlich auch schon unten auf dem Weg. Den sieht man auch sehr schön. Ich renne den jetzt durch und arbeite mich dann vom Hafen zurück zum Haus. Okay, dann baue ich hier mal erst ein paar Fackeln hin. Oh, ich bin ja schon wieder auf Level 3. Hoho, wie habe ich das denn geschafft? Das ist ein Zustand, der nicht lange währen wird. Der ist bald wieder, ne, Geschichte. Wie ich mich so kenne. Und meine berüchtigten Spontanaktionen. So. So sieht das schon ein bisschen besser aus, ne? Rustikaler hier. So, dann kommt hier mal oben, kommt so ein richtig. Obwohl haben wir jetzt nicht so viel dabei. Da können wir, ja, eher doch, 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 mit dem Koppelstein, das war schon nicht verkehrt. Da kann man auch so schöne Eckpunkte machen, die man dann schön mit Fackeln behängt. Wenn die wieder mitgenommen werden. Wir müssen ja ein bisschen sparen. Ja. So. Ja, dann kann hier in die Ecke auch wieder so ein Teil rein. Dann mache ich den Weg ein bisschen breiter. Dann sieht es auch geschmeidig aus. Kann man auch schön langlaufen. Solange der Baum hier nicht noch mehr wächst. Ein bisschen beschneiden. So. Okay. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel Hecke habe ich jetzt noch dabei. Machen wir mal testweise gleich so ein bisschen. Diese Pfahlbahn
Fackeln, die nehmen wir jetzt mal weg und dann hängen wir die wirklich so richtig schön an den Baum. Vielleicht so. Und so. Da kann hier noch so ein Pfosten stehen. Ein Wegstein. Sehr hübsch. Hier könnte man noch mal eben ein Stück Hecke hinbauen. Könnte man nicht nur. Man tut es auch. Ah, das war jetzt eigentlich nicht so gut. Ach, wisst ihr was? Von dem Grünzeug haben wir ja schließlich genug in der Gegend rumstehen. Können wir mal eben so machen. Genau. Ah, hier passt auch schön eine Fackel hin. Da machen wir hier auch dicht. Passt auch da mit dem Baum zusammen, das ist gut. Aber diese Seite wenigstens in dem Bereich schon mal so ein bisschen abgesichert. Hell sollte es genug sein. Ja. Vielleicht auch hier noch eine Hecke hinziehen. Trollala, 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 die Upsasa. So schön. Das kann man auch gut ausnutzen hier. Dann sind nämlich auch zwei Block hoch. So. Ja, so, genau. Ja, prima. Ach, das sieht auch so schön aus, wenn man hier so lang läuft. Wie so in so einem Garten. Ah. Ich bin ja völlig begeistert jetzt. Noch zwei Heckenstücke. Wo setzen wir die hin? Hier. So, aber ich habe natürlich vorgesorgt. Ich habe mir sogar noch eine Zusatzschere gebaut. Ja, seid ja ganz baff, ne? Ja, ich weiß. Jetzt hacke ich natürlich die schönen Bäume ab. Das ist ja völlig sinnlos. Da sollte ich da lieber irgendwo hinlaufen, wo ich den Baum. Aber was ist das denn hier so weit für ein Ding? Neue Schere. Schnippi, schnapp. So, das reicht jetzt. Der sieht ja jetzt lustig aus. Eine wahre Pracht. Ja? Komm, machen wir noch was. Eine wahre Pracht. So, es ist auch gleichmäßig mit einem komischen Blattkreuz da oben drauf. Ist ein bisschen gemein, was wir den Bäumen hier antun, aber naja, über irgendwas müssen wir ja lachen. 60 Blätter. Hier direkt angrenzend an diesen Baum, dann ist das auch wieder schön. Dann kann uns keiner hauen. Ja, guck mal. Ja, hier ist schwer, hier ist schwer, 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 schwer. Wir kommen so von oben rüber, aber man selbst kommt nicht hier raus. Da muss ich mal was anderes einfallen lassen. Gut, das ist eh dann schon Hafenbereich. Da kann man dann schon eine Hafenmauer bauen oder irgendwas in der Art. Wie sieht's mit Helligkeit aus? Helligkeit ist eigentlich auch hier nochmal so eine richtig schöne Lampe hingebaut. Naja, schön, ist ja Geschmackssache. Ja. Zur Diagonal rüber, das scheint ganz gut zu sein. Oh ja. Blöder Erdhaufen hier noch. Und an den Baum her kann dann auch wieder ein Lämpchen angebracht werden. Können die weg? Soll ja ruhig was spawnen, ne? Machen wir uns den hier so ein bisschen schwerer. Ja, wird knapp. Auch mit der Zeit jetzt.
kann mich nicht entscheiden. Wo soll ich denn jetzt noch die Lampe hinhängen? Hier und vielleicht hier noch irgendwie? So. Gut, haben wir hier nochmal so ein bisschen offenen Bereich. Komm, ich klopfe die Blätter einfach noch hier so ran. Hier können wir das auch wieder ausnutzen. Ja. Ach, hier sowieso. Na, hier rechts ist natürlich noch... Ah. Ah, das ist sowieso schlecht, weil da noch so ein... Da können die von hier darüber springen. Und nee, da müssen wir eher anders machen hier. Noch höher. Noch höher, noch höher. Ja, ganz zu. Dreier hoch. Haben wir so viel? Nee, haben wir natürlich nicht. Gut. Echt nicht? Nee. Es ist ja schon richtig dunkel. Mist! Jetzt hätte ich rennen müssen. Ah, egal. Der hat uns jetzt höchstens ein bisschen Schotter weggehauen. Ich dachte, ich könnte dem noch entfliehen. Zum Kämpfen war es zu spät, da hätte ich dann schon reagieren müssen. Ja gut, schlafe ich direkt auch. Alles in einem Abwasch erledigen. Noch die Tür in die Hacken gehauen. Ey, das gefällt mir hier richtig gut. Das ist von der Optik her so irgendwie, das finde ich gut. Was ist das da? Ach, nix. Oh, wer hat denn da so viele Sachen verloren? Und warum nur? Und wann wird er denn nochmal hier erledigt? Bin gerade erstaunt ein wenig. Entweder ich habe es nämlich richtig verstanden oder wenn ihr doch mal bitte auf mein Level schauen mögt, es ist immer noch auf 3 eigentlich. Ich bin doch eben, ist das jetzt so gewollt? Ist das, ich verstehe es gar nicht. Ich weiß, dass das sind diese Sachen, da habe ich mich noch überhaupt nicht mit beschäftigt. Ist das jetzt Absicht, dass da jetzt, dass ich diesmal doch nicht meine Level genullt habe, sondern immer noch auf der 3 bin? Obwohl ich ja gestorben wurde, also... Ne, das ist ja... Es erstaunt mich jetzt ein wenig. Aber vielleicht ist das ja doch irgendwie Plan oder Absicht oder so. Achso, das können wir hier noch zumachen. Okay. Soll ja doppelspurig werden da vorne. Ich meine, ich finde das gut. Habe ich da mein Level jetzt nicht verloren. Ne? Aber ich schätze mal, ist auch jetzt einfach doch nur ein Bug. Ne? Ist ja nicht so schlimm. Gut, habe ich das repariert? Er reparierte. Und hier könnte noch eine gute Fackel hin. Wo haben wir denn die guten Fackeln? Da haben wir sie doch. Immer dieses Durcheinander. So. Okay. 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 Wusste ich doch, dass ich den da so komisch hingehängt hatte. Gut, dann brauchen wir nicht mehr viele Blätter. Das können wir alles noch machen, das ist ja schön. Ja, schöner Weg jetzt und schöner Eingang. Finde ich gut. Mal gucken, hier, das kann man natürlich noch schöner machen. Blumenbeet und so. Was macht denn unser Sumpfkraut immer noch dran denken, dass wir das ja auch noch irgendwie ganz entfernt im Auge haben, dass ich mir irgendwie so eine Art Bücherei baue, wo ich dann... Ha, das ist aber jetzt schon ganz gut abgegangen hier. Wo ich dann vielleicht mein Werkzeug mal so ein bisschen bearbeiten kann. Viele fragen sich jetzt, wieso in der Bücherei, da gibt es doch so einen Tisch für. Genau, ne? Aber wie gesagt, da, wie das genau alles läuft, gucke ich mir noch in Ruhe an. Könnte ich jetzt eh noch gar nicht machen. Ich glaube jetzt nicht so, ist nicht so kompliziert, ne?
So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen geerntet. Auch das wusste ich gar nicht, dass sie auch auf Sand stehen. Na? Stehen voll auf Sand. Das Zeug, das nehme ich mir schon mal mit. Boah, komme ich ja sogar ran. So, dann habe ich, was ich habe, das habe ich. Dann kann ich das nämlich schon mal mitnehmen und dann kann ich mir da Papier herstellen schon mal. Blöde Schwimmerei, ist denn hier so eine komische Strömung durch die. Ach so. Wunder mich schon. Ah, ist schon eine Menge. Schön. Da alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Hüpf. So, nichts liegen lassen, da ist noch was. Und dann zurück ins Haus und auch schon mal Papier hergestellt. Da ist auch immer noch einer. Ein Sumpfkopf. Was ist denn hier los? Ja, haben wir den gerade? Nee, haben wir nicht. Sonst hätte ich das auch noch eben erledigt. Na, aber gut. Kein Sand dabei, dann nützt es nichts. Auch ein blöder Weg hier, dass man immer so rumhüpft, ne? Das ist doch Quatsch so. Das kann ich nicht mit ansehen. Da mache ich jetzt was ganz Spontanes. So irgendwie, guck mal. Dann hat man hier immer so einen schönen. Ne? Seeds habe ich auch mitgenommen. Was? Sowas. Wie viel haben wir denn überhaupt? Haben wir gar nichts von, ne? Ah, wir haben so viele Sachen überhaupt nie gemacht in der ganzen Zeit, ne? Okay, Sugarcanes. Ja, darum kümmere ich mich jetzt. Da stelle ich Papier her. Und beim nächsten Mal gucken wir mal. Ah, da weiß ich schon, was wir machen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.